So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe eine Nomme dabei. Hello again. Und wir gucken uns heute an Ualdelver gegen Jund. Jund. Das bei und uns Jund rumläuft. Großartig, oder? Ich liebe es. Und jetzt ist das Wichtige zu sehen, ich habe es zwar als Jund bezeichnet, aber ich habe es nicht als Boomer Jund bezeichnet. Dementsprechend ist es einfach nur ein Jund-farbenes Control-Deck. Man könnte es meiner Meinung nach sogar eher noch als eine Art von Removal-Deck mit Minsk und Bu bezeichnen. Hat der den da drin? Yes. Nice. Und auch die Hex. Eieiei. Ja, das sind die Meta-Strats, die man online nicht sieht. Ja, und die Enchantment. Genau, die Hex. Ach, deswegen, das ist die, ja, stimmt, ja. Das sind Meta-Strats, die man online nicht sieht, weil online sind die, glaube ich, immer noch nicht verfügbar. Und wenn sie bis zum Aufnahme wieder verfügbar sind, dann tut mir leid für die Aussage, aber als wir das aufnehmen, sind sie noch nicht verfügbar. Ja. So. Da kommt Shock into Delver. Auf der anderen Seite, auch nicht zu ergänzen zu erwähnen, Ualdelver-Spieler ist unser Budget-Spieler. Budget-Spieler, der Dennis. Der aber bei uns die Liga anführt. Jo, passiert. Das zeigt halt einfach, man braucht nicht immer Duels, man kann auch manchmal einen Shocklander spielen. Hier wird ein Bolt gedazed und ein Fallout Diver. Ist das ein Snapcaster? Ja, Snapcaster. Geil. Ah, der Ding. Und Wasteland. Fuck you. Restart all over again. Dann haben wir, wie gesagt, auf der Jund-Seite ein Deck, das eher, wie gesagt, mehr mit Removal und Discard und sonstigen Sachen spielt, als mit dicken Kreaturen. Und ich glaube auch Pernicious Deed drin hat. Boah, ich weiß gar nicht, was der alles drin hat. Ich glaube, der hat wirklich so good old Jund-Stuff. Ne? Also halt, einmal alles, was geht. Der halt nicht dieses Modern Jund, wovor jetzt alle dran denken, mit Bloodbraid Elf und sowas. Nein, aber halt dieses alte. Mir fällt der Name gerade auch nicht ein, wie es damals genannt wurde. The Rock. Stimmt, The Rock. Es wurde The Rock genannt. Also im Endeffekt wirklich einfach nur Removal, Discard und Fett ins Gesicht. Genau. Genau. Das, was man halt mal tun kann im Legacy. Das ist ein hübsches Fortis. Das sind Fortis, zwei Steamvents, ein Snappy. Boah, würde ich fast schon die Iteration nehmen. Die macht am meisten, ja. Außer natürlich, man hat Turn 2 etwas, was man unbedingt resolven muss. Dann würde ich das Force nehmen. Okay, dann hat man, wird auch das Force. Wahrscheinlich nehmen. Kommt dann noch eine Hymn, weil der macht nächste Runde nichts mit deren Karten auf dieser Hand. Ja, das stimmt. Oder ein Tamagolf. Der ist schon mittlerweile wieder auch ziemlich dick. Wasteland. Mal sehen, wie viele Ein-Mana-Spells die beiden jeweils noch haben. Oh Gott. Oder wie viele Länder. Oh Gott, wenn John... Oh nein. Ich weiß nicht, wie viele Länder es sind. Auf der anderen Seite ist es halt witzig, weil der hat auch kein Ein-Mana-Spell. Du hast halt die Schockländer. Entweder machst du was und schockst dich und siehst das Ding in Wasteland fliegen. Ist das ein Ransom? Ist ein Ransom. What? Ein Flipner-Delver. Flipner-Delver ist ein Problem. Miu. Aus dem Brainstorm, ja. Beat für 3. Jetzt hat man halt die... Du musst... Das tut so weh. Du darfst nicht schocken. Was tut so weh? Wasteland. Go. Was? Kein Wasteland. Wow. Hat der ein Dings auf der Hand? Hier, Also auf jeden Fall noch ein Duel. Split Second Removal. Das kann sein. Ein Duel ist auf jeden Fall noch auf der Hand. Oh, nee, doch besser. Das kann man auch. Ja, aber es ist auch noch ein Duel auf der Hand. Das Deck hat sehr viele Duels drin. Heilige. Ja, dafür dort mal. Oh, das Land. Oh mein Gott, das waren. Das sind Upperkländer. Das sind Upperkländer. Die sind teuer. Ja. Und die sind wunderhübsch. Ja, die Swarms, die sind halt schon echt geil. Ja. Die sind wirklich nice. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen. Ja, ich bin mit meinem Fulltext auch zufrieden. Ja, ich würde jetzt auch nicht meckern. Nee. Gut, für 200 jetzt kann man, ich glaube, da war wirklich der Split Second Edict auf der Hand. Ja, Sudden Edict, genau. Der wäre jetzt halt auch gut. Dann kann man halt im Zweifel auch irgendwie einen Response schießen. Ja. Ah, nee, Lilly ist es noch, ein Fetchland, eine Library. Was ist das denn? Ich kann's echt nicht einschätzen, was dann auch dann ist. Ich sehe es nicht, es bewegt sich so schnell. Also ich weiß, dass das hat ein Edict spielt. Ich gehe mal davon aus, auch 4. Gehe ich auch mal davon aus. So, dann
Es wird auf 6 gedreht. Hey. Weil er der ODT-Träger hat. Der irrelevante Würfel. Hat Dennis jetzt eine Ulti oder was? Digitiert. Falsches Kartenspiel. Ja. Nee, ist ein Fortis. Ist ein Fortis, okay. Nee, ist ein, das ist ein Eliminate. Oh ja, Eliminate wäre natürlich auch nice. Das machst du natürlich. Ja, okay, du kannst jetzt Eliminate zocken und hoffen, dass der im Brainstorm nichts findet. Ja, aber du kannst es halt auf dem Brainstorm machen. Wenn der Brainstorm zündet. Ja, wovon ich ausgehe. Man geht für den Dings, okay. Dann brainstormt der Gegner und dann geht man in das Thoughtseize. Auch interessant. Das sind Fire Länder. And Ice im Mainboard. What the fuck? Alter, diese Listen. Immer diese Listen. Ja, Fire and Ice habe ich auch schon mal gesehen bei Delva, aber das ist ja jetzt wirklich Pain in the Ass. Boah, was ein Schrott, ey. Na, ja, die Iteration will man, glaube ich, auf jeden Fall behalten. Ja, safe. Der Snappy kann weg. Ja, muss ja. Dann geht das, dann geht der Brainstorm. Also erst geht der Brainstorm. Und dann, zeig mal dann geht das Fortsi. Boah, jetzt knallt man sich selber auf 9 und da liegt ein geflippter Delver. Ja, ist nicht so geil. Der Snappy ist noch auf der Hand. Ja. Uff. Ich muss ja einmal ganz kurz erwähnen, das ist die neue Playmat, by the way. Ah. Sie sieht genauso aus wie die alte, ist nur ein bisschen breiter. Ah, interesting. Ja, und naja, sie ist ein bisschen heller, sie ist ein bisschen mehr spacey. Hm. Yes. Potsies, was nimmst du? Snappy? Snappy, Snappy. Ja. Das ist der einzige Thread, der irgendwas tut. Und wenn der Gegner mehr so. Threads findet, ist es ein Problem. Das war, glaube ich, ein Land. Oder muss ein Land gewesen sein. Go. Man kann sich jetzt hier nicht. Oh, bitte. Submit. Duel. Irgendwie. Man könnte jetzt die. Genau, das ist. Was? Man spielt keine Library. Ja, man will den ja removen. Hat man erledigt. Eliminate hatte man, wa? Eliminate hat man, ja. Dann hätte ich das auf das Fetch gespielt. Das ist eine Idee. Also wenn es ein Eliminate jetzt wirklich war. Flickert der so schnell die Karte? Nee, ist ein Edict. Ist auf jeden Fall ein Edict. Ist kein Eliminate. Okay. Edict, Badlands, Library und Lily. Ja, dann ist es kackegal. Richtig. Chuck, chuck. And let's go. Will auch Dreck. Okay, ab in den Müll. Irgendwie kannst du halt nichts gegen tun. Jetzt muss halt langsam das Thread her oder zumindest irgendwas, was. Counterbalance macht was. Ja, das stimmt. Also irgendeine Thread. Go. What? Acht mal Tapfen. Eis dein Land. Boah, Alter, ey. Das ist ein Schadenport, deine Karte zieht. Das ist echt. Manchmal ist das hier. Tatsächlich ist das gar nicht mal so bad gerade. Nee, das ist wirklich. Wood. Er hat eine gezogen. Force, Iteration und Ponder. Hier würde ich forcen. Da würde ich einfach knallhart forcen, weil die Iteration ist so wichtig. Ein Beweis dafür, dass Iteration meiner Meinung nach nicht mehr ins Format gehört. Aber. Uff. Die Hymn war gut. Ja. Der Herr macht jetzt erstmal. Iteration. Iteriert und dann. Land. Och, DRC. Ja, Insel drunter, Fetchland, Exile, DSC in die Hand. Ja. Aber da ist jetzt auch die Frage. Wobei die Reihenfolge egal ist, man könnte auch den DSC ins Exile schicken. Oh ja. Aber Delver-Spieler legen lieber das Land ins Exile, um zu zeigen, wie cool sie doch sind, habe ich gehört. Ich kann Land aus dem Exile spielen. Muss man sich erstmal wieder schocken. Wow! Das ist genial. Ich jetzt sind die. Der ist auf 9 und der andere ist auf 6. Ja. Und ich glaube, die sind. Und hier ist noch nichts passiert eigentlich. Ich glaube auch, diese 11 Damage sind nur die Schockländer, kann das sein? Ja. Ich glaube, mit Chant. Und ein Force. Ja. Chant hat ja noch nicht ein Ding getan. Wow. Das ist echt. Wir brauchen wieder mehr Burn-Spieler in unserer Meta, habe ich das Gefühl. Boah. Mehr Burn. Oh, Lily. Lily. Gesigned. Ja, stimmt. Also nichts mehr wert. Das aber es ist eine Pioneer-Karte. Mittlerweile, ja. Und die ist in Full Art schon echt hübsch. Och. Ja, welche ist original? Oh, natürlich zieht der einen Merkt. Oh. Das tut so weh gerade. Also für Jan tut es ein bisschen weh.
Weil Jan fehlt halt irgendwie ein Ding. Er braucht halt irgendwie so einen Bu in Minsk auf dem Feld, der halt irgendwas tut. Ponder. Thinking. Was will er darüber überlegen? Wow! Wow, nice. Das war halt, das ist genau dieser Move, den man halt manchmal macht, wenn der Gegner seinen Friedhof so anguckt, okay, und so durchzählt. Das ist, man darf ja auch nie vergessen, also wir haben beim Junt-Spieler einen Spieler, der schon seit Jahrzehnten spielt. Nicht Dings in die Library? Nein, er legt sie nur drunter. Ah. Und mit Uerdel war jemand, der seit Anfang des Jahres Legacy spielt. Ja. Und davor ein bisschen Standard, glaube ich, gemacht hat und Commander. Und da hast du jetzt halt wirklich ein bisschen die Erfahrung auch gesehen. Einfach, ja, wie es funktioniert. Ja, hier wird kurz der Judge gerufen, hier wird gesagt, mimimi, ich habe reingemischt, es tut mir voll leid. Und der liegt eigentlich drunter. Und, Ja, ist halt casual, was wir machen. Alles gechillt. Kriegst du einen hinter den Löffel und das war's. Richtig, mit Anlauf, Klatsch, weggeklatscht. Puh, aber der Dings war schon echt gut. Ne? Endurance war sehr, sehr gut. Eieiei. Sehr, sehr gut. Aber auf der anderen Seite, 6 Leben ist halt Double Bolt Range. Also, Bolt, Snappy, Bolt. Ja, jetzt wird halt erstmal gepondert und dann gammelt der Merc halt erstmal eine ganze Zeit auf der Hand rum. Ja. Vor allen Dingen, der ist nächste Runde weg. Ja. Nee, der zieht ja noch eine Karte. Das ist korrekt. Auf der anderen Seite ist es ja jetzt auch so, zum Beispiel bei dem Ponder kann es auch sein, dass man geschaffelt wird, aber das wird nicht geschaffelt. Das wird das niemals wird safe geschaffelt. Nicht geschaffelt. Dann würde ich sogar DRC legen, um den Murktide wegschmeißen zu müssen. Hm. Obwohl der DRC ist halt das Problem. Der zieht schneller. Der ist jetzt halt keine Ding mehr. Der ist aktuell noch 1-1. Ja, und der zieht schneller ein Removal. Ja. Also die meisten Removal gehen auf den von Junt. Ja, das war die Frage, was mir gezogen hat. Wenn man so überlegt, nicht einfach was zu droppen, Lilly spielen, weitermachen. Oh, könnte noch eine Lilly sein. Ja, oder einen Minsk, Hüm. Ja, da hätte man auch einfach plussen können. Ja, das macht dasselbe. Ja. Aber man will halt die coolen Hüms zeigen, kann ich verstehen. Die sind schön. Genau, Ponder kannte man, Force of Will kennt man auch noch. Jetzt Force und dann ist der schon Delirium. Ne, ist er nicht. Instant, Sorcery, ja, Ding. Was man. Ist da noch ein Murky? Da ist noch ein Murky und man kann den jetzt Delirium machen. Ja, das ist true. Das ist true. Das ist eine ziemlich gute Strategie, die man jetzt wählen kann. Dann geht oder? Warte mal. Instant. Ja, genau. Dann genau. Spielt man den und dann mildt man das Land. Genau. Trigger. Zu agieren. Nein. Trigger. Land. What? Land weg. Der will das Land haben. Aber warum? Ich glaube, es war einfach ein Fehler. Ja, das sieht auch gerade danach aus. Ja. Ja. Ja, merkt man auch gerade. Schade. Kacke. Das wäre halt gut gewesen. Ja, das wäre halt wirklich gut gewesen. Force Exile. Ja, Force Exile, Murky in die Hand. Ne, Murky drunter und Land in die Hand, okay. Oh, das tut weh. Was? Ist da ein Land im Friedhof? Dürfte nicht. Das ist Sorcery. Der ist ein ja, der ja, hat ja gedacht, der ist 3-3. Ja. Sorcery, 1, Creature, 2, Instant. Jawohl. Okay. Zack. Genau, weil das war eben genau der Fehler. Hätte man jetzt genau das Land gedingt, dann wäre es tatsächlich so gewesen, ja, dass die Dinge es jetzt. Also nur ein Fetchland hätte auch schon gereicht. Ne? Ja, nur ein Fetchland hätte auch schon gereicht. Statt ein Basic. Ja, oder irgendwo in dem Pile. Ja. Legst das Basic drunter, fertig. Das stimmt. Was kann man hier gezogen haben? Ich rate halt immer so bei Junts, was hat man gezogen? Man will die Lilia nicht wirklich bloßen. Okay, ein Endurance. Ah, die kann man nicht spielen. Ja, das sind die Duo. Das ist mal wieder Basics. Basics sind doof. Beat Lilia auf 1. Die juggeln jetzt einfach nur hin und her. Land oh, der zieht auch jetzt nur Länder, ne? Naja, also es könnte jetzt halt Bolt into Wasteland. Ja, Wasteland will es nicht machen. Ne, Wasteland will es auf keinen Fall machen. Beat 1. Murky. Murky. Murk. The Murk is the Murk. 1.
Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iteration drin, okay. Für Snappy. Wahrscheinlich für Snappy. Und das ist Z. Nicht genug Komore gefunden. Sehr, sehr sad, aber sehr schön gespielt. Mhm. 1-0 für UR Delver. Auf geht's zum Sideboarden. Was glaubst du generell vom Matchup? Delver oder Junt? Boah, wenn der Delver einen Delver-Start macht, ist es halt ein Delver-Start. Aber ansonsten wäre ich auf der Seite von Junt gewesen. Oh, da waren die Hacks. Gerade nach dem Sideboarden jetzt glaube ich auch eher ein Junt. Ja, vor allem, weil man Red Elemental Blast reinnehmen kann. Ja, man kann Hacks viel, viel geileren Removal. Ja, und was hat Delver großartig? Ein bisschen was an Counters, die halt... Dieser Price of Progress im Sideboard. Ja, und mit Schockländern. Schockländer spielt. Oh! Ich finde es viel lustiger, dass er wirklich auf die Counterbalance-Strategie gegangen ist, im Sideboard. Ja. Die gefällt mir sehr, sehr gut, weil Delver eben mittlerweile sehr versiel mit den Sachen arbeiten kann. Und ich habe schon Leute gesehen, die da einfach Murky Murky hatten. Das waren zwei Wastelands auf der Hand und nein... Go. Das ist ein guter Start gegen Double Wasteland. Wenn man davon weiß. Ich schock mich. Delver mit Bubble, das ist natürlich auch krass. Ja, aber die meisten nutzen die irgendwie falsch, habe ich das Gefühl. Ja, halt beim Gegner, was ich nicht verstehe. Ja, und halt auch in der falschen... Also, man lässt den Gegner jetzt in seinen Zug gehen. Und dann bubbelt man sich selber. Aha. Und dann kann man ja die beiden Draw-Sticker, beziehungsweise Draw- und Aufdeck-Trigger stacken. Und dann kann man eben einen zweiten Shot auf einen Delver-Flip haben, was so mächtig ist, aber irgendwie wirklich wenig Delver-Spieler tun. Ja. Also selbst online sind die Pro-Spieler, in Anführungsstrichen, da teilweise nicht in der Lage für. Jo, da ist ein Ding, da ist noch ein Ding und Library. Die wäre, glaube ich, echt nicht schlecht. Die wäre gut. Decay. Okay. Ja, da machst du halt gar nichts gegen. Nö, du brauchst auch nicht auf deine Hand zu gucken. Ist halt so. Misdirection auf ein leeres Board. Ja, das geht auch. Genau. Dann ist der Delver Ding egal. Dann zieht man eine Karte für die Bubble. Dann zieht man eine Karte für die... Oh. Das wäre sogar trotz Bubble, hätte es nicht funktioniert. Oh, eine Menge Länder auf der Hand. Länder ohne Ende. Hat man Brainstorm? Nee, man leider nur ein Ponder. Landwurf. Brazen. Und was war das hinterste? Ein Bolt? Kann sein. Hat der Mismatch Bolts da drin? Der hat ja alles da drin. Nee, aber kein Full Mismatch Delver, das fehlt mir noch. Also wirklich so ein Full Mismatch Delver. Verschiedene Brainstorms, verschiedene Ponder, das verschiedene Delver. Das ist bei den Force verdammt teuer. Ja, das kann bei den Force verdammt teuer werden. Bei den Schockländern übrigens auch. Hm. Das geht bei den Days nicht. Days hat zwei Artworks. Eins gibt es in Full Art, in New Border, eins gibt es in Old Border. Ein anderes Artwork in dem Jace-Ding. Und die. Ich meine, er hat nur drei legale Reprints. Nö, und er hat ja noch die goldene ägyptische Karte. Stimmt! Ja. Auch das funktioniert. Und wird teuer? Ja. Man müsste da halt die ja, doch, ja. Leider. Da könnte man ja auch direkt. Ne, Ausfahren geht ja nicht in Nemesis, geht's nicht in Fall. Und es gibt noch keine zweite Version von Mishra's Bubble. Wenn man eine zweite spielt. Stimmt, die hat auch noch. Hier wurde gewastelandet, dann mit gefetcht, jetzt wahrscheinlich sehr konservativ auf dem Base. Boah. Ich meine, wie viel Wastelands wird der Gegner schon haben? Ja. Die Antwort ist ja. Ich glaube, es ist noch eins auf der Hand. Da ist noch ein Endurance auf der Hand. Da ist die Library. Library ist eine gute Karte. Library habe ich auch gehört. Es kann auch einfach sein, dass da kein Forest im Deck ist. Das ist möglich, weil Grün ja eigentlich so ein bisschen stiefmütterlich ist. Ja. Ist das ein Pflaster? Blue Elemental Blast. Ja, okay, macht gegen Junt auf jeden Fall Sinn. Ja, wobei wir gar nicht so viel Rot gesehen haben, wenn man ehrlich ist. Bolt? Ja. Minsk im Busen rot? Das weiß man aber nicht. Ja, ja. Und auch von der Hex weiß man nicht, dass sie reingebordet wurde. Hm. Wenn die nicht sogar Mainboard war. Ja. Fetch auf dem Basic. Ja, selber Schaden schießen. Man hat ja so viele Schocks auf der Hand. Ich glaube, noch zwei. Ich glaube, man hat einfach keine Schocks mehr. Wäre auch noch eine Option.
Ja, fuck it, ja, ey. Das ist schon ziemlich gut, aber es freut mich halt. What? Boah. What? Ist das ein 4-4? Das ist ein 2-Mana 4-4-Flieger. Ja, aber trotzdem. Der ist winzig. Der ist winzig, ja, aber es ist 2-Mana 4-4-Flieger. Ich mache jetzt mal den Quote. He will grow. Ja, 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 ist, der wird größer, stimmt. Aber halt. Die Library-Trigger. Übrigens auch die schöne Library aus. Ja. Legends. Legends. Hast du neulich ein Dominaria-Opening gesehen, wo einfach mal ein Legends Boomerang gerippt wurde? Auch 7 Euro. Habe ich sogar einen. Das ist dieser hässliche rote Dude. Ja, ja, aber aus dem Dominaria-Booster. Ja, ich habe einen aus dem Legends-Booster. Ja, ich habe einen gekauft. Aber ja. Stimmt, ich habe gar nicht nachgeguckt, ob es die Library auch auf dem Dominaria United Ding gibt. Na egal. Man hat sich für eine Karte entschieden, was noch? Ne, ist ein Choke. Ja. Autsch. Die Hand sagt ja. Autsch. Das tut weh. Das tut ein halt richtig Karamba. Weh. Oh mein Gott. Das Choke, das macht jetzt gerade mal richtig Stress. Ja. Vor allem hast du jetzt genug Zeit, um dir mit der Library was zu suchen, um den Dings loszuwerden. Ja. Da war ein Wasteland. Ja, da wurde gewastelandet. Da ist die Frage, ob man hier zurück wastelandet. Ich glaube nicht. Nee, warum? Du hast doch der Choke liegen. Ja, ich weiß auch nicht, ob Urdever kriegt das Choke los mit dem Brazen, aber... Ja, dafür braucht er 2 Länder. Ja, ja. Wobei, er hat ja eine Menge Länder auf der Hand. Die Skulling-Tarn muss er ungetappt ins Spiel, die Demons muss er ungetappt ins Spiel bringen. Da ist ein Forzis auf der Hand. Ja. Das ist ein Go. Kein Land gefunden. Und noch keine Extrakarte gezogen. Ja, gut, mit dem Face of Murky. Murky tut hier halt schon weh. Ja, aber wenn du weißt, dass da oben drauf nur Kappes Red ist. Elemental Blast und kein rotes Mana. Oh mein Gott. Ja, es ist. Jund braucht eine Menge Schwarz und eine Menge Duels. Aber ein paar Wastelands nehmen das Deck halt immer noch ziemlich stark auseinander. Jetzt zieht man 2, jetzt hat man noch genau eine Runde, um rotes zu finden. Ja, muss man halt. Und der Gegner darf halt keinen Bolt haben. Kann Dead and Gone sich cheesen? Nein. Okay. Nee, ich meine Creature. Okay. Ah, das ist schon... Ei, Karamba. Jetzt zieht er Thoughtseize. Hä? Dann ist er doch tot. Hä? Ja. Oder hat man das Land auf der Hand? Also. Dann würde man jetzt den Blue Elemental Blast nehmen, ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie spannend! Das muss man Jund ja immer schön lassen. Uff. Jund ist immer wieder ein schönes Matchup zum Zusehen, egal wie es gerade läuft. Ja, es ist immer, das hat so viele Angles. Ja, ja. Oh, das ist schon nice. Vor allen Dingen, jetzt hat man doppelt schwarz, wenn man doch noch eine Lilly hat auf der Hand oder so, dann ist halt schon. Dann kommt man endlich in das Territorium, in dem. Jund sich wohlfühlt, was Jund in diesem Spiel halt noch nie erreicht hat. Das ist ein Minsk und Pogazon? Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Endurance mit auf der Hand und ich glaube, es wäre auch ein Minsk und Bu auf der Hand gewesen. Ich glaube, man überlegt gerade, ob man den Endurance knallen soll. Ja, der ist halt noch ein Murky in der Hand. Du kannst auf den Fetch warten. Ja. Fetch. Und jetzt geht man in den. Ja, okay, jetzt kann man den Upkeep machen. Oder auf den Trigger vom Steam-Band. Es ist kein End-Tap-Trigger. Es ist kein End-Tap-Trigger? Nein, es ist kein End-Tap-Trigger. Ja, hier muss man, also das ist der letzte Move, den man jetzt hat. Ja, okay, oder man macht das halt, wenn er in die Dings geht. Ja, abgeben. Ist die Frage, ob er überhaupt genug im Friedhof hat. Das sieht man gerade nicht. Ich glaube, ja. Es muss ja nur, es muss ja wirklich, ja, es scheint so zu sein.
Scheint so zu sein. Das heißt, es muss... Muss? Ne, es reicht nicht. Reicht scheinbar nicht. Was sind Days? Ich glaube, es waren Days. Kann man sogar bezahlen. Nee, oder? Go. Ich weiß es nicht. Man hat doch eine Stevens auf der Hand. Library. Ja, ich vermute, man geht hier einen anderen Weg. Und den Weg finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Gegner ist auf 3 Leben. Hm. Und hat ein Wasteland. Dementsprechend will man auf keinen Fall die Steamwind benutzen. Weil, ja, man will ein Bolt ziehen. Ja, ein Bolt ziehen oder halt, wenn man genug Karten im Friedhof hat, dann die Steamwinds legen. Weil die wird halt direkt gewastelandet. Wenn man einfach nur Steamwinds Go macht, ja, ist die weg. Ist die weg, genau. Da kann man sie direkt ohne Leben zu bezahlen spielen. Ja, man muss halt an den Choke denken, ne? Genau. Der liegt halt auch noch darum. Ja, deshalb ist schon nicht so geil. Und eine Library. Also so langsam dreht sich das wirklich in ein Territorium, wo Jan sich wohlfühlt. Uff. Ich glaube, da war kein Land auf der Hand. Boah, macht man jetzt überhaupt was? Das ist die andere Frage als Jan spielt. Naja, also wenn man jetzt ein grünes hat und ich glaube, da ist immer noch Minsk und Bu auf der Hand, würde ich wahrscheinlich einfach Minsk und Bu droppen und die anfangen zu verprügeln. Er hat 3 Runden Clock. Das funktioniert gut. Hamsterbombe. Hamsterbombe. Hm. Aber dafür muss man halt, glaube ich, grün haben. Es fehlt wieder, mal wieder die Mana-Basis, die halt echt schwächelt gegen Wasteland-Decks. Was macht man? Schwierig. Hamtaro-Action. Das ist ein Bob, den will man natürlich nicht haben. Nee, den Bob willst du echt nicht haben. Okay. Bold. Bold. Lol. Nein! Ja, 2-0 Uadelba, kann John nichts gegen machen. Trotzdem wunderschönes Spiel, es hat mega Spaß gemacht. Und ich hoffe euch auch. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben, das Video liken. Dankeschön. Und ansonsten kommt jeden Sonntag Gameplay auf diesem Kanal. Bis dahin. Ciao, ciao.